guten Morgen, beziehungsweise guten Tag, oder je nachdem, wie Uhrzeit wir haben. Also wir haben jetzt, die Uhr ist nicht umgestellt, schon nach deutscher Zeit umgestellt. Wir haben jetzt 1 Uhr nachmittags hier. Haben uns entschieden, heute fliegen wir wieder nach Deutschland, wir haben uns entschieden, Trainingseinheit einzulegen. Wollten eigentlich in ein anderes Studio, aber der hat sich vom Weg hier nicht mehr gelohnt, bis wir dann am Flughafen wären, wäre es vielleicht zu knapp geworden. Deswegen ist es gleich hier um die Ecke zu unserem Hotel, ist für Einheimische gedacht. Vermutlich auch, ja, ich würde es eher so als ein Ghetto-Studio bezeichnen, so wie die auch richtig, richtig alte Ausrüstung und alles schon 10-mal gepflegt worden. Aber wir versuchen trotzdem das Beste zu machen, weil jetzt steht halt 17 Stück Flug bevor und dann noch mit dem Zug dann noch weiter und erstmal zum Flughafen kommen. Da sind wir vermutlich 24 Stunden unterwegs, bis man dann etwas entspannter dann die Zeit verbringen kann, vielleicht etwas müde ist und besser schlafen kann. Wir haben uns entschieden, kurz vor dem Abflug nochmal ein Training einzulegen. Ich mache heute Oberkörper, sie macht Unterkörper, soweit es halt geht. Ja. Naja, Kniebeuge habe ich schon mal machen können. Ja. Konntest du die Gewichte sichern? Nein, gell? Ich habe ja nichts gefunden, wo man die Gewichte sichern kann. Aber bei Kniebeugen mag ich das. Mit Kniebeugen, Kreuzheben, wenn ich die Gewichte sichern kann. Naja, man kann halt nur das Gewicht nehmen, wo man auch sicher ist, wo man nicht wackelt. Ja. Also schon. Also nicht am Maximum. So schaut halt das aus. Also. Ja, schaut ganz okay aus, da ist schon leicht verrostet. Da ist vermutlich eine Toilette, Abstellkammer, Umkleide. Ja, alles in die Ecke geschmissen und in welche Ordnung. Aber uns geht es eigentlich darum, wie schön es hier ist. An die Unordnung haben wir uns hier schon gewöhnt. Naja, wir haben sie akzeptiert, nicht gewöhnt. Ja, in Deutschland ist es natürlich anders. Ja, und ziehen wir jetzt einfach das Training durch. Ich habe schon Klimmzüge gemacht, da hinten mache ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Übung heißt. Ich zeige einfach, was ich da mache. Fuck it. They want it, I really doubt they need it. I really doubt they really got the drive to complete it. Now I run it like Adidas, I be moving like a cheetah. Now I'm feeling like the man of the year. Every season I be steezing, okay. I be steezing, okay. Now I'm feeling like the man of the year. Every season I be steezing. Die Musik ist hier auch viel zu laut, ich hoffe man versteht mich noch. Die Übung würde ich als aufrechtes Rudern bezeichnen. Ich nehme mein Handy mit, bevor es weg ist. Aufrechtes Rudern macht ihr jetzt noch zwei Sätze und dann anschließend muss ich mal gucken, was hier überhaupt noch möglich ist zu machen. Der Eintritt für das Studio hat 1 Euro gekostet. Pro Person ist eigentlich dafür, was man hier hat, ist das viel zu viel, aber an sich jetzt können wir das Wichtigste machen. Die letzten Tage habe ich keine Videos aufgenommen. Es lag aber auch daran, dass eigentlich nichts Spannendes passiert ist, weil auf der Insel, wo wir waren, war eine tropische Depression, nennt man das glaube ich richtig, hat ziemlich viel geschüttet, ziemlich viel geregnet, also der Wind war ziemlich stark, sind froh, dass wir überhaupt von der Insel weggekommen sind. Ansonsten hätte man den Flug verschieben müssen und daher würden noch zusätzliche Kosten entstehen. Gestern sind wir dann mit einer sehr schnellen Fähre rübergefahren, 1 Stunde hat es gedauert, trotz der Depression. Haben angerufen, ob wir überhaupt Fähren fahren. Uns wurde gesagt, nein, auf keinen Fall, das ist viel zu gefährlich. Dann haben wir gedacht, naja, kann man sich ja nicht drauf trauen, fahren wir hin. Und waren wir um 1 da und hieß dann um 2 fährt die Fähre. Perfekt, haben wir die genommen. Hier noch den Abend zu, gemeinsam gegessen. Wollten schon gestern trainieren gehen, aber mussten noch ein paar Geschenke einkaufen, ein paar Mitbringsel. So wie man das immer macht am Tag. Auf den letzten Drücker. Aber so musste man sie auch nicht die ganze Zeit hin und her schleppen von einer Insel zur nächsten. Deswegen war es auch ganz gut so. Jetzt nach dem Training geht es dann, machen wir uns frisch, geht es dann zum Flughafen, am Flughafen wahrscheinlich essen.
Das heißt, dass auf dem Weg zum Flughafen Staus sehr groß sind, sehr lange Staus, weil ja, es regnet ziemlich stark auch auf der Insel und Überschwemmungsgefahr und so weiter. Wir haben hier kein Abwassersystem, keine Kanäle. Ja. Deswegen fließt das Wasser nicht auf. Genau, wie meine Freundin sagt. Das Wasser fließt ja direkt auf die Straße hier, beziehungsweise da ist so eine Einmuldung. Vielleicht kann ich ja zeigen, dann wenn ich nicht vergesse, wenn ich hier rauslaufe, ist ja direkt vor der Tür eine. Und da fließt das Wasser einfach entlang der Straße runter. Ja, es gibt, es riecht keine auch, wirklichen Kanäle. Es riecht auch etwas streng. Das ist jetzt einer der größten, eins der größten Städte auf Philippinen, wo wir gerade sind. Das ist Cebu City. Und hier fliegen wir dann auch weiter nach Hongkong. Ist eigentlich auch ein guter Startpunkt, um die Reise zu beginnen. Also im Zentrum. Genau. Im Gegensatz zu Manila ist hier nicht so gefährlich. Im Moment hier ist noch ein Fest. Tago. Sonolog. Da hinten ist noch ein Plakat. Da gibt es anscheinend Sonolog Wettkampf für Bodybuilder. Das ist da. Mr. Sonolog Bodybuilding Competition. Wäre schon lustig, das Ganze schauen, aber das ist am 13. Januar, am Freitag, den 13. Und da habe ich mich entschieden, schon zu arbeiten, direkt nach dem Urlaub. Deswegen bekommen wir das nicht mit. Ist am Freitag, den 13. Das sind wir dann leider nicht mehr da. Ja, und am 16. Januar sind wir Miss Universe oder so, war ich hier. Aber verpassen wir auch. Ja, und bei dem Fest Sinulog ist die Kirche ganz da geöffnet. Das, Menschen verkleiden sich. Das Lied, das das Orchester gespielt hat, beim letzten Video vermutlich dann, wird jetzt durchgängig gespielt. Ja, egal in welcher Mall wir sind, egal wo wir auf der Straße sind. In welchem Taxi. Überall immer dieses Lied, also langsam. Bald kann ich den Text auswendig. Ich glaube, das ist aber nur eine Woche. Eine Woche jetzt 24 Stunden durch, täglich, wird es jetzt gefeiert. Ja. In der Kirche, also das ist eine Kirche, die hat auch 24 Stunden offen jetzt während dem Fest und die ist immer rappelvoll und ich weiß nicht, viele Menschen, 50.000 Menschen oder so haben sich da letztens versammelt, habe ich Bilder auf Facebook gesehen von Philippinen. Vielleicht kann ich, wenn ich dran denke, wenn ich das Video schneide, kann ich das einblenden und wenn ich das viele Bilder finde, musst du dann nochmal raussuchen, ja, wenn du auch dran denkst. Cousin. Ja. Ja, ansonsten, ich laber jetzt viel zu viel, ich sollte mal trainieren. Now I'm feeling like the man of the year every season. Habe ich jetzt zu Ende, versuche gerade Brust zu trainieren. Gestaltet sich als schwieriger als gedacht, weil die ganzen Handeln, da steht zunächst erstmal gar kein Gewicht drauf und die warten alle. Ich habe jetzt hier welche gefunden, die sehen, ja, die sehen relativ stabil aus und versuche mir den jetzt irgendwas hinzubekommen. Ich schätze mal, das sind zwischen 35 bis 40 Kilogramm vom Gewicht her. Ganz gut, um etwas die Muskeln aufzuwärmen, bevor es dann in Deutschland wieder richtig zum Training geht. Wieder mal. Die Kulisse hier ist echt unglaublich, echt laut. Ich habe auch noch mein iPod vergessen im Hotel. Ist aber auch wenig los, ist gut. Wenn es noch mehr los ist, noch mehr Leute da wären, würden wir hier sich eingehängt fühlen. Ja, gute Idee. Schaut mal, wie es aus dem Fenster ausschaut. Da ist der Name.
Und da sind nochmal die Öffnungszeiten. Falls mal jemand in der Stadt mit dem PC will, kann es mal anschauen. Also es ist günstig und ja, man kann mal trainieren. Also ich bin richtig durchgeschwitzt, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, doch, man erkennt das. Sogar meine Hose ist, ja. Ist gerade etwas schwieriger zu reden, weil es ziemlich, ziemlich laut ist. Und hier sind noch die versprochenen Abflüsse, Abflusskanäle, so wie hier, sie hier ausschauen. Und so geht es halt entlang der ganzen Straße. Auf beiden Seiten. Da hinten auch. Wir müssen sowieso gleich rüberlaufen. Kann ich es nochmal zeigen. So, und das ist das Hotel, in dem wir jetzt schon viermal übernachtet haben. Beziehungsweise sogar fünfmal, glaube ich. Ich habe nicht jedes Mal jedes Zimmer aufgenommen, weil im Prinzip sind sie gleich, bloß in einem anderen Zimmer haben wir jetzt dann wie. Das ist eigentlich. Warte mal, genau das ist das Hotel, wo wir die allererste Nacht verbracht haben. Ja. Da, wo wir die beiden Betten mit aneinander geschoben haben. Und deswegen haben wir das nicht aufgenommen. Aber letztendlich haben wir dann jedes Mal eine Größe, Doppelbett genommen. Um das Aneinanderschieben sich einfach zu ersparen vom Preis. Hier ist es genauso. Ist auch empfehlenswert, würde ich mal sagen. Ab und zu gibt es halt kein heißes Wasser. Das ist Glückssache, in welches Zimmer du kommst. Ja. Da gibt es warmes Wasser oder halt nicht. Aber ansonsten. Aber auf den Philippinen musst du dir eh angewöhnen, mit kaltem Wasser zu duschen. Ja, es gibt, ist noch ein Frischer mit dabei. Und das Ganze kostet 24 Euro gerechnet. Also. Ja. Zwei Frühstück. Genau. Also das Hotel kann ich eigentlich empfehlen. Im Vergleich zu vielen anderen, was wir hier schon erlebt haben. Welcome to Cebu. Thank you. But we are already 1 month here. We are already for 1 month here. 1 month? Wow, that's good. Today is the last day. Yeah. Did you enjoy your 1 month here? Yeah, of course. It's very nice here. Yeah, Cebu has a lot to offer. Yeah. Not only Cebu, other islands too. Yeah. Have you been to Siargao? Siargao? Yeah. The surfing capital of the Philippines? No. They are not. Yeah. I thought it's dangerous. No, it's not. It's part of Mindanao, but it's a good place. Da habe ich schon, ich glaube, ich habe die Kamera jetzt etwas schief gehalten. Wie ich schon mal gesagt habe, also die hier sind immer, die Philippinos sind immer super, super nett. Sprechen immer alle einen an. Wenn man Hilfe braucht, versammeln sich auf einmal 20, 30 Leute um einen rum. Und ja, jeder meint es besser zu wissen. Aber letztendlich, ja, aber man kommt ans Ziel. Also dauert halt etwas länger. Du musst genug Zeit einplanen. Genau, wir sind jetzt im Aufzug vom Hotel. Ist auch recht sauber. Also, das philippinische Verhältnis, okay. Ja, man kann es weiterempfehlen. Ich zeige nochmal den Weg zum Zimmer. Vom Zimmer werde ich jetzt nicht aufnehmen, weil wir, wie gesagt, heute fliegen. Und da sind die ganzen Koffer jetzt, 5 Koffer oder so, und dann sind noch ein paar Besucher da, die sich verabschieden wollen, dann bevor wir gehen. Und, aber ja, das ist der Weg. Also man könnte natürlich auch die Treppe steigen. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt zum Aufzug gegangen sind, waren vermutlich verwehrt. Wie viele Stockwerke? 7. Normalerweise nehmen wir fast immer die Treppe. Zumindest wenn es runterwärts geht. Nein. Ja, wenn es runterwärts geht, eigentlich immer. Ja. So, und das ist der Weg zum. Also, mit deutschen Verhältnissen kann man das natürlich nicht vergleichen. Sieht alles ganz anders aus, aber. Es muss funktionieren, es muss nicht hübsch ausschauen. Genau, es funktioniert. Und wir haben auch warmes Wasser, also, was will man mehr?